Moin Leute und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Projekt, zur Soulink Randomizer Nuzlocke Challenge. Natürlich, zu einer Soulink gehört immer ein Mitspieler. Moin, das bin ich. Der Insane Basti ist mit am Start. Und ja. Ach, jetzt weiß ich, warum das Ganze gerade geruckelt hat, weil Discord sich die ganze Zeit im Hintergrund aktualisiert. Ansonsten, Soulink. Das Pokémon, was man an derselben Stelle bekommen hat, wird gesoulinkt. Man darf immer nur das erste Pokémon auf der jeweiligen Route fangen und das dann, wie gesagt, auch mit dem jeweils anderen gesoulinkt. Sollte eins K.O. gehen, geht das andere mit K.O. und die dürfen dann für den Run nicht mehr genutzt werden. Ja. Shinies dürfen jederzeit gefangen werden und mit einem beliebigen Soulink-Partner ausgewechselt werden. Also ohne weiteres Schnacken, fangen wir an. Nachdem wir vorhin schon einen Mega-Fail hatten. So nochmal Optionen. Text Tempo 3, Kampfstil Folge, mein Motiv demnach 4. Okay. So, neues Spiel. Genau, dann willkommen zurück. Wir haben eben kurz noch Sachen eingestellt, es ist alles wieder in Ordnung. Das Loturzel hat mich irgendwie schon verwirrt, weil normalerweise, ne, ist es immer ein Loturzel und ich dachte mir so, hä, das kann nicht sein. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Professor Birk, aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Dies ist ein sogenanntes Pokémon. Oh, ich habe eine Lady an. Oh, ich habe wieder Instant. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen, als Freunde oder als Arbeitskollegen. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen andere von uns aus. Zwar von der Peter verboten, aber das ist uns doch scheißegal. Doch obwohl wir dem Pokémon so nahe stehen, wissen wir noch nicht alles über sie. Es gibt noch viele, viele Geheimnisse um die Pokémon. Um die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme ich mich der Forschung. Genau das tue ich. Und wer bist du? Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Wie gesagt, also ich nehme das ich Mädel. Ich bin ein Junge. Genderfluid hier. Einfach Kors Maike. So. Basti. Shiny. Männlich, also, doppelmännlich. Du bist also Shiny oder Basti? Ja. Ah, okay. Jetzt habe ich es. Du heißt Shiny oder Basti, ach egal. Und du bist gerade nach Wurzelheim, meinem Heimatort, gezogen. Gut, bist du bereit? Dein Abenteuer wird nun beginnen. Hab nur Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaft warten. Komm später in mein Pokémon-Labor, ich erwarte dich dort. Nein, ich werde geschrumpft. Nein! Safety first. Was? Hast du was gesagt, Kind? Nein, Mutter. Mir sind 20 Kartons auf den Kopf gefallen. Komm, ich habe eine Gehirnerschütterung. Wo ist ich überhaupt raus? Ich glaube, da ist Licht. Hallo, ich bin ins Licht gegangen. Ja. Basti, wir sind da, Schatz. Oder Shiny oder so. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Nun, wir sind in Wurzelheim. Wie gefällt es dir? Dies ist unser neues Zuhause. Ist das idyllisch? Man kann hier sicher wunderbar leben, meinst du nicht? Und du bekommst dein eigenes Zimmer. Typ. Sohn. Oh, Sohn kann ich auch sagen. Das ist praktisch. Nee, weil du bist ja bald Kind. Kind. Lass uns hineingehen. Wesen, das ich gezeugt habe. Siehst du, Basti? Hier ist doch auch schön, oder nicht? So viele... Die Pokémon machen für uns den Umzug, räumen alles ein und machen sauber. Das ist doch sowas von praktisch. Kind, dein Zimmer ist oben. Schau es dir doch mal an, Spatz. Fanny hat dir eine neue Uhr zur Begrüßung geschenkt. Vergiss nicht, sie einzustellen. Dach, das Mundtier, was wieder verwirrt hier. Links, rechts, links, rechts. Den Trank im PC natürlich erstmal nicht vergessen. Genau. Mit, können wir gebrauchen. Und einstellen der Uhr. Bin 18:45.
knapp, zumindest in etwa. PM. Ich bin schon wieder viel zu weit. So. Na, mein Kind, wie gefällt dir dein neues Zimmer? Gut, alles ist wunderbar aufgeräumt. Auch im Erdgeschoss ist alles komplett eingerichtet. Unsere Sklaven sind so praktisch. Oh, du solltest prüfen, ob dein Schreibtisch vollständig eingeräumt ist. Ja, dran kann man ja schon. Genau. Oh, Basti, Shiny, schnell, kommt her! Sind wir einfach beide da? Naja. Da, da ist die Arena von Blütenburg City. Ich glaube, vor diesem Fernsehen. Sag mal hallo. Das war unsere Reportage über die Arena in Blütenburg City. Oh, schon vorbei. Ich glaube, Fadi war im Fernsehen und wir haben ihn verpasst. Schade. Ach ja, einer von Fadis Freunden lebt jetzt hier. Er sorgt dafür, dass ich nicht so einsam bin. Professor Burg ist sein Name. Er lebt gleich nebenan. Daher solltest du hinübergehen und dich als neuen Sohn vorstellen. Oder Tochter oder was auch immer du bist. Naja, der jeweils andere ist ja die Tochter eigentlich. So. Ach, jetzt gehe ich selber zum Labor. Bin ich doof? Ich muss ja ins Haus gehen. Oh, hallo, wer bist du denn? Oh, du bist ja ein Kind, was nebenan angezogen ist. Genau, angezogen. ich meine eingezogen. Shiny, Basti, irgendein genderfluides Wesen. Wir haben ein Kind in deinem Alter. Mein, in Klammern E, Klammer zu, Sohn, Tochter, freut sich schon darauf, mit dir Verwandtschaft zu schließen. Auf nach oben. Cool. So, den... Alter, oh. Hey, du. Was, wer bist du denn? Wer bist du denn? Ach, du bist Basti. Du bist heute hierher gezogen. Ach, du bist der Shiny, richtig? Du bist nebenan eingezogen, stimmt's? Ich heiße, Maike. Schön, dich kennenzulernen. Ich wusste gar nicht, dass du ein Mädchen bist. Ich habe diesen Traum jede Nacht. Und jetzt endlich ist ein Junge in meinem Alter da. Ich freue mich schon auf heute Nacht. Ich meine natürlich mit Pokémon in der ganzen Welt Freundschaft zu schließen. Vater, Professor Birk hat mir erzählt, dass nebenan das Kind eines Arena-Leiters einzieht. Und irgendwie habe ich gedacht, du seist ein Junge. Ich habe schon von dir gehört. Mein Vater, Professor Birk, hat mir von dir erzählt. Ich heiße übrigens Briggs, also hallo Nachbarin. Ich habe gehofft, dass du nett bist, Basti, und wir Freunde werden. Oder mehr. Was? Shiny, du hast gar kein einziges Pokémon. Soll ich dir eins fangen? Ist das nicht Albon? Ich habe dich doch gerade erst kennengelernt. Oh nein, das habe ich ja total vergessen. Ich soll doch Fadi doch helfen, ein paar wilde Pokémon zu fangen. Basti, wir treffen uns später. Das habe ich total vergessen. Ich muss meinem Vater helfen, einige wilde Pokémon zu fangen. Ein anderes Mal, okay? So okay. Willst du also Pokémon zu fangen, ja? Zocken. Ja, Zocken. So funktioniert das. Mhm. Genau. Diese Kinder. Ich gehe lieber wieder. Naja, ich meine, wie fangen wir denn gerade Pokémon? Aktuell noch gar nicht, aber... Nach oben, ja, ab zum Kitty. Hallo, da ist ein fürchterliches Pokémon. Ich kann seinen Ruf hören. Also, sorry. So. Das ist ein fürchterliches Pokémon. Ich kann seinen Ruf hören. Ich will mir ja gerne mal ansehen, was da los ist, aber ich habe kein Pokémon. Kannst du das für mich nachschauen, was da los ist? Ich habe auch kein Pokémon, aber egal. Hilfe! Ich meine, solche Zickzacks sind halt wirklich bösartig, ne? Deswegen sind sie auf Route 1, normalerweise. In meinem Beutel, da findest du einen Pokéball. Und welche Starter-Pokémon haben wir jetzt? Habe ich auch endlich mal. Was hast du ganz links? Also ich habe einen Wampel. Ich habe ein Knacklion. Ein Feuerriegel tatsächlich. Ein Stolunior. Und ein Kindwurm. Und ein Kindwurm. Nice. Oh, ich tendiere gerade ziemlich stark zum Kindwurm. Weil so ein Drachen-Pokémon am Anfang ist halt schon ziemlich nice, aber ich kann allerdings auch Knacklion nehmen, weil es ja auch zum Libeldra wird. Was eigentlich also ich sag jetzt mal, ich nehme nicht Wampel. Nee. Feuerriegel ist halt so Standard, deswegen würde ich eigentlich auch Kindwurm nehmen. Bei Stolunia ist eigentlich auch... Nee, ich nehm Knacklion. Das heißt Kindwurm und Knacklion, ne? Das notiere ich mir mal. Bildest du dieses Pokémon? Bist du soweit?
Ja, ich bin im Kampf schon drin. Ach so. So, Kind vom Knackion sind gesolinkt. Ich schreibe mir das hier nur nebenbei auf. Wie sieht das hier über mir und über Basti? Genau. Welches Pokémon mit dem jeweils anderen gesolinkt ist, von wem? So, ein wildes Zickzack erscheint. Los, Knackion! Also, hi, was kannst denn du? Biss. Schlichtweg nur Biss. Oh. Aber Knackion ist leider auch so ein Pokémon, was ich irgendwie ziemlich häufig vergesse. Gut, ein Two-Hit. Passt. Mein Kindwurm ist weiblich. Oha, ein weibliches Butalander. Sag, wenn du fertig bist. Jo, bin ich. Puh. Ich habe im hohen Gras Pokémon studiert, als ich angeschwungen wurde. Du hast mich gerettet, vielen Dank. Diese Zickzacks sind wirklich bösartig. Oh. Oh, hi, du bist doch Shiny oder Basti. Ach, egal, immer dieses Alzheimer, was ich da habe. Aber dies ist nicht der Ort für ein Schwätzchen. Komm doch mit. In mein Pokémon-Labor. Okay. Nein. Du bist also Shiny. Dein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Ich habe auch erfahren, dass du noch kein einziges Pokémon besitzt. Aber wie du ihm gekämpft hast, diese Gelassenheit. In deinen Adern fließt wirklich das Blut deines Vaters. Macht Sinn. Also biologisch gesehen tut es das nicht. Aber egal. Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken, das du aber benutzt hast. Yeah! Jawohl! Und natürlich, der Spitzname, der muss natürlich sein. Wie soll ich meinen Knackion nennen? Ich bin auch so ein Typ, der könnte immer eine Viertelstunde mit Namensgebung verbringen. Ja. Also das ist männliches Knackion. Gehen wir mal davon aus, wir behalten sie bis zum Schluss, dann hätte ich ein weibliches Überlande. Könnte man denn... Ich hab ne Idee. Das Ding entwickelt sich so wie Beldra. Linda. Guter Linda, Junge. Linda ist auch hier. Ich nehme meins einfach mal Flugdings. wenn ich davon ausgehe. Weil. Keine Ahnung. Flugdings. So. Wenn du dich mit dem Pokémon beschäftigst und Erfahrungen sammelst, wirst du dich mit Sicherheit ein sehr guter Trainer. Mein Kind, Brix oder Maike, ach ich weiß auch nicht, immer diese genderfluiden Kinder von heute, studiert jedenfalls Pokémon und hilft mir sehr dabei. Du, Kind, möchtest du mir nicht helfen? Möchtest du nicht Brix oder Maike helfen und sie treffen? Nö. Nein. Ach, sei doch nicht so, du sollst dich wirklich mit meinem Sprössling treffen. Nein. Ach, sei doch nicht so, du sollst dich wirklich mit meinem Sprössling treffen. Na gut. Großartig. Brix und Maike werden sich sehr freuen. Sie sollen dir beibringen, was es bedeutet, ein Trainer zu sein. Okay. Das wird funktionieren. Ja. Dann können wir wieder nach oben gehen. Ui, da gab's gerade einen Frame-Einbruch bei mir, aber egal. Gehen wir nochmal bei Mike rein oder gehen wir gleich? Nee, wir gehen gleich nach oben weiter. Und jetzt aktuell gelten die Encounter noch nicht, aber wir können schon mal gucken, welche Pokémon es auf der ersten Route gibt. Das Ledian, was ich vorhin schon im Intro hatte. Auf Level 3. Ich schau mal. Egal. Und bekommt nichts. Ah, jetzt. Es ist... LOL! Ein Stab aus Level 2. Nein, Flugdings wurde verwirrt. Flugdings ist verwirrt. Es hat sich auf Verwirrung selbst verletzt. Warum schlägt sich selbst? Aua. Alles klar, Flucht unmöglich. Warum haben wir noch keine Fick dich. Bälle? Ich will das Fick Stahl ausfangen. Ich würde auch behaupten, dass, ich würde auch behaupten... Na bitte, oh. Aber ich würde trotzdem sagen, dass die Soulink an sich erst anfängt, sobald wir die Bälle haben. Okay. Weil sonst... Gut, ich habe nur nicht sehr effektive Angriffe. Alles klar. Oh nein, Magma Level 2. Was machen wir eigentlich, wenn wir jetzt schon verkacken?
Wie gesagt, die Soul-Link beginnt ja erst dann, wenn wir die Bälle haben. Okay, das macht aber trotzdem nicht Sinn. Oh, Crit! Alter, war das knapp! Flugdings Level 6. Oh, jetzt okay, erstmal ins Pokémon Center hin, Rosalie. Das ist schon ganz gut. Oh, erstmal ins Pokémon Center. Ja, also Kampf gegen Stardust dauert immer ein bisschen. Ja, du hast ja noch einen Trank. Stimmt. Aber ja, brauche ich nicht. Oh. Uiui. Ich würde behaupten, Training-Sessions machen wir offscreen. Ja, würde ich auch sagen. Weil sonst ist es ziemlich langweilig. Alles wurde besiegt. Oh, ich hab kein Level abgekriegt. Ich schon. So. Bist du in Rosalstadt schon? Immer weiter? Ja, ich bin noch wieder eins. Du bist in Rosalstadt. Der Dude rechts neben dem Pokémon Center gibt dir übrigens einen Trank. So, Rosalstadt. Ne? Achso, wir wollten eine vorlesen, ist sorry. Genau. Wir verkaufen eine Menge nützlicher Dinge, die Pokébälle. Mit dem man ein Pokémon fängt. Bist du auch schon da? Ich meine, der Dude rechts neben dem Pokémon Center, nicht vor dem. Oder? Hallo, Shiny? Ja, hallo? Hörst du mich? Okay, du bist gerade mega laggy. Ja, das liegt wahrscheinlich an meinem Internet gerade, aber... Ja, jetzt wird's ein bisschen besser. Ja, das liegt definitiv an meinem Internet. Okay. Ich habe den Dude schon angesprochen, rechts neben dem Pokémon Center. Dies ist ein Pokémon-Dach? Ja, genau. Der gibt ja halt noch einen Trank. Hier, dies ist dein Item, quasi als Werbegeschenk für dich. Dankeschön. Mhm. Ja, bla bla bla. Kannst du immer benutzen und kannst auch das Zentrum kaufen. Erstmal ins Pokémon. Ja, da war ich gerade schon. Guten Tag, Schwester Joy. Ich würde gerne Linda heilen. Dankeschön. Sprech gleich mal mit dem Typen links, wenn du versuchst, links aus der Stadt rauszugehen. Okay, warst du jetzt schon im Pokémon? Im Pokémon war ich noch nicht, aber ich habe mir den Trank geholt. Ja, das ist okay. Ich denke mal, mehr brauche ich auch nicht. Wer liest den Typen, der... Den Ach komm, mach du mal. Du hast noch keinen Mann bisher gesprochen. Okay. Ah, warte! Bitte nicht dort entlang laufen. Ich habe dort die Fußspuren eines seltenen Pokémon gesehen. Warte, bis ich fertig bin, sie abzuzeichnen, okay? Nein! Fick dich! Nein! Aber jetzt warte! Okay. Na, oben ist der Stadt raus. Ah, Random Encounter. Können wir nicht schon Pokébälle kaufen? Was? Nee, können wir noch nicht. Wir kriegen die erst, nachdem wir gegen Maiko oder Brix gekämpft haben. Was? Ich muss es haben! Es ist so wunderschön! Was hast du denn? Trassler! Oh, ist cool. Ich habe einen Granbull. Und das Biss halt sehr effektiv, ist es doch mal besser, weil es ist ein Frontend-Game mit Flugdings. Warum habe ich eigentlich hier nur... Oh, ein Volltreffer. Nur schon entwickelte. Soll das so? Oder ist das gar ein bisschen... Lucky oder unlucky? Das ist ein bisschen unlucky. Gut, es ist lucky, weil es halt ziemlich gute Erfahrungs... Okay. Du hattest gerade einen Stalos, ne? Ja, eben. Ich habe gerade das Onyx. Ja. Bis. Nein, Kreideschrei. Aber es geht daneben. Bis. Bis. Ich setze Tackle ein. Oh no. Bis. Also mir scheinen... Und tot. Vielleicht Zigzags zu Granbull gewonnen zu sein. Mein Flugdings ist jetzt Level 7. Alter, gibt auch nichts viel EP. Also ich bin jetzt schon mal Tricks. Ja, ich bin... Hab nochmal einen Kampf vorher gehabt. Die ganze Zeit ist Granbull. Ach ja. Oh, sieht es lustig aus, wie ich mir das verstecke. Was sieht lustig aus? Wie ich mich in der Facecam strecke. Oh, jetzt lebt das noch, ey. Ach ja. Da
Stimmt. Für alle Leute, die Doctor Who kennen, ihr dürft euch in der Zwischenzeit einen weinenden Engel angucken. Aus Lego und dann freundlich, sag ich mal, nicht blinzeln. Dreht euch nicht um. Wie jeder weiß, das Abbild eines Engels wird selber zum Engel. Also von daher. Ich stehe jetzt hinter Mike hier. Ich stehe schon die ganze Zeit hinter Blitz. Also dann. So, dieses und dieses Leben an Pokémon an Route 103. Was hast du? Den eigentlichen Text? Ja, irgendwie. Oh, hier ist also Route 3. Also ich hab schon tatsächlich was. Hey, da ist der Shiny. Oh, hi, Basti. Oh ja, mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt, nicht wahr? Oh, ich seh schon, mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt. Wenn wir schon mal hier sind, dann lass uns doch einen kleinen Kampf austragen. Wenn wir schon mal hier sind, lass uns kämpfen. Ich bring dir bei, was es ein Trainer wissen muss. Ich gebe dir einen Vorgeschmack auf das Leben als Trainer. Hey! Und der hat jetzt Stoll Junior. Oh. Sie hat das Waumel. Jawoll. Bis. Ich hab halt nur hier so das. Bis das Ding setzt fucking Härtner ein. Ich hab Biss und Wasser. Es ist halt nicht so effektiv. Es setzt weiter Härtner ein. Das wird ein langer Kampf von Argus-Bämme. Und es hat fucking Tackle. Aber war nicht bei Raserei auch noch war da nicht irgendwas mit? Verwirrung. Zum Schluss. Okay. Ich mache jetzt einfach Biss, weil es mir Schaden holt. Das wäre dann nochmal Raserei. Ja, ich kann nur Biss machen. Ja, genau. Zum Schluss nochmal einen Giftstachel. Ich kann nur Biss machen und das Ding fickt die ganze Zeit seine Verteidigung hoch mit fucking Härtner. Das hat mich mit seinem letzten Angriff nochmal vergiftet. Ah, alles klar. Wow, das war spitze! Basti, du bist ein Naturtalent! Ich bin immer noch im Kampf. Ja, ich warte eben. Ah, das ist so super. Es fuckt mich gerade so ab, dass das Ding die ganze Zeit fucking Hörner einsetzt. Glaube ich. Ja, komm, wir boosten die Verteidigung von dem Ding mal zu Tode. Und da die Attacke ja sowieso nicht sehr effektiv ist, die der Gegner einsetzen kann. Ach komm, das macht doch so viel Spaß. So, komm, setz Tackle ein. Ja, ich bin jetzt durch mit dem Kampf. Okay. Warum mein Vater dich ausgesucht hat. Ich meine, du hast dein Pokémon erst sehr kurze Zeit und das mag dich bereits zu blöd im Leben. Ich habe auch das Gefühl, ich kriege so eine leichte Entwicklung. Na, das kenne ich immer. Ich denke, ich habe es kapiert. Ich weiß jetzt, warum mein Vater dich ausgesucht hat. Du hast dein Pokémon noch nicht lange und es mag dich schon. Shiny, ich glaube, du kannst mit jedem Pokémon Freundschaft schließen. Wir sollten mal zurück zum Labor gehen. Ich mit jeder Art von Pokémon zu fassen. Und zurück zum Labor, aber erstmal am Pokémon Center vorbei. Wobei ich dann noch sagen würde, wir sollten die Party dann wahrscheinlich beenden, weil. Wir sind ja bei 20 Minuten. Oder machen wir einen längeren ersten Part? Ich bin da vergiftet. Ich muss nochmal kurz beim Center halten. Kein Bock, ja, ich auch. 5 KP oder sowas. Ja, ist die Frage. Also, ich habe gesagt, 20 Minuten, die haben wir jetzt schon überschritten, auf jeden Fall. Ja, mit den ganzen Sachen, die wir rausschneiden, auf jeden Fall nicht, aber. Wir könnten theoretisch hier einen Cut machen oder wir sagen, wir machen, weil es die erste Folge ist und nichts passiert, eben. Ja, komm, Pilotfolge. Bis wir wirklich anfangen, sprich, wenn wir ein Boot. Bis wir dann bis das erste Pokémon fangen wir und dann hören wir auf, okay? Jojo. Also die ganzen Intro-Stuff-Kram in der ersten Folge. Ich bin jetzt schon bei Bricks wieder. Wann nehmen wir auf? Du hast wieder abgehört. Wenn wir das erste Pokémon gefangen haben. Würde ich sagen. Oh, das erste Pokémon, okay. So, ich bin im Labor angekommen. Achso. Du bist schon im Labor? Was? Du bist schon im Labor? Hallo? Ich glaube, mein Internet ist gerade futsch. Hab ich auch was Gutes, was ich in die Kamera zeigen kann? Hallo? Aber du bist wieder extrem abgehakt. Mensch, was ist los mit deinem Internet? Leute, wir sehen uns gleich mal eben kurz wieder.
Hattest du jetzt Birk schon gelesen? Nee, ich bin noch nicht mal im Labor drin. Jetzt bin ich bei Birk. Doch? Okay, es ist doch nicht besser. Alter, das fuckt gerade so richtig ab, ey. Und wenn du dich aufregst, geht's. Das kommt alles an. Klar. Alles klar. Also hattest du jetzt wirklich schon gelesen oder? Nee, hab ich noch nicht. Okay. Gut. Oh, hallo Shiny. Ich habe gehört, du hast Brix besiegt. Super. Das war dein erster Kampf gegen einen Trainer. Brix hilft mir schon sehr lange bei meinen Forschungen. Brix besitzt eine respektable Geschichte als Trainer. Hier, das hilft mir bei meinen Forschungen. Aber ich denke, du kannst den Pokédex auch gebrauchen. Natürlich, made in China. Genauso wie der China-Pin. der Schiller-Pin, der immer mal wieder nicht funktioniert. Der Pokédex ist ein hochentwickeltes, technisches Gerät, das automatisch jedes Pokémon, das du siehst oder fängst, registriert. Brix geht nie ohne ihn aus dem Haus. Immer wenn mein Kind ein seltenes Pokémon fängt, kommt es und zeigt mir den Eintrag im Pokédex, während ich draußen forsche. Es geht bestimmt irgendwann auf den Sack. Hey, hey, Pauli, ich hab schon wieder ein neues gefahren. Ach, du hast auch ein Pokédex. Na dann, ich geb dir dies. Nimm das. Pokébälle. Das ist sehr toll, glaube ich. Ich hab hier was für dich. Alles ist groß geschrieben, außer das E in Pokébälle. Weißt du, je mehr Pokémon du besitzt, desto mehr Spaß macht es. Es macht unheimlich viel Spaß, all die verschiedenen Pokémon zu fangen. Ich reise viel umher, um die unterschiedlichsten Pokémon zu finden. Ich schaue mich wirklich überall um, denn ich will die unterschiedlichsten Pokémon fangen. Und wenn ich ein cooles Pokémon sehe, versuche ich es natürlich, es zu fangen. Sobald ich niedliche Pokémon entdecke, fange ich sie sofort mit meinen Pokébällen. Okay. Also dann, wir können unser erstes Pokémon fangen, unser Route 1 Encounter. Aber erstmal. Nice. Das machen wir noch eben. Jawohl. Was? Du darfst ja vorlesen. Bist du schon weitergelaufen? Ja, du darfst vorlesen. Achso. Vater, Kind! Hast du dich schon Professor Birk vorgestellt? Nee, ich hab ihn nur gerettet und hast ihn nicht gesehen. Oh, was für ein hübsches Pokémon. Was ist von Professor Birk erhalten? Toll! Du bist das Kind deines Vaters. Ach! Ja, Mensch! Mein Blut. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin doch nicht vom Postboten. Ja, ich hätte nur gesagt, das Kind des Vaters. Ich hätte nicht gesagt, wer der Vater ist. Wunderbar! Du siehst gut aus mit deinem Pokémon. Hier, Liebling. Für eine Abenteuerreise sind diese Turbo-Treter wie geschaffen. Ja, endlich. Sie werden deine Schritte beschleunigen. Jawohl. Yeah. Jetzt noch die Anleitung. Für diese Schuhe gibt es also eine Bedienungsanleitung. Halte den Die musst du nicht vorlesen. Achso. Okay. Einfach skippen. Ja, ich glaube, wir wissen alle, wie die funktionieren. Aber sei bitte vorsichtig, sonst stolperst du. Dann mal. Schnapp sie dir alle. Gotta catch them all. So, dann wollen wir mal sehen, was wir als erstes kriegen, wa? Ja, ab nach oben. Wollen wir dann auch den Route 3 Encounter direkt anmachen? Oder? Können wir. Hey, ach, ein komm. Stalos! Oh Gott, super Catch Rate bei dir. Ist das eigentlich schon cool? Ein Krabums. Jawohl, Alter! Das Problem ist aber nur, ich muss das jetzt noch irgendwie fangen. Na, geht gut. Bei meinem Glück kill ich, okay, ich kill das nicht. Oh, Beutel, so. Pokéball. Wir haben eine erhöhte Fangrate, das sollten wir noch erwähnen. So, jetzt komm, bleib drin. 1, 2, 3. Och, Mann. Aber keine 100% Fangrate, das wäre sonst nämlich ein bisschen zu overpowered. Ich glaube, es hat jetzt gerade 3 oder 4 Mal zurückgeschreckt, nur wegen bis. Voll nice. Kascha. Ja. Nein! Oh, fast hat er es geschafft. Ach, fick doch die Henne! Wir haben nur... Ich hab jetzt nur 4 Mal. Komm schon. Komm, bleib drin. 1, 2... Fick 3. Dich doch, du scheiß ja. Krabums. Toll, Stalos wurde gefangen! Ja, ich bin aber ja auch bei meinem Krabums. Also,
bin Schwinger Basti. Ja, das Krawumms ist männlich. Und das Mädel fickt sich die ganzen Jungs. 2, 3. Gotcha. Krawumms. So. Also, Stalos und Krawumms, ne? Ja. Route 1, Stalos und Krawumms. Das ist schon ordentlich für den Anfang. Ja. Also ich will jetzt auch überhaupt nicht sexistisch wirken, aber ich habe echt über hart Probleme damit, Namen für weibliche zu finden. Ich habe jetzt immer sowas wie Dickschädel oder sowas bei Stahl aus dem Kopf, aber das passt nicht wirklich zu einem Weibchen. Männliches Krawumms. Schreihals. Alles klar. Mal ehrlich, glaube ich. Sonst was? Weibliches Stahl aus. Passt gerade eben. Dann hilf mir mal auf. Männliche Stalos, weibliche Stalos. Passend zu Linda Lindwurm. Aber nee. Das würde wahrscheinlich nicht gut passen. Stalos. Das ist weiblich, ich habe jetzt sowas wie harte Nuss oder Sturkopf oder sowas, aber. Vielleicht gegen den Sturkopf? Sturkopf, nimm einfach Sturkopf. Wir haben nichts gegen das andere Geschlecht, Rimmers. Nee, wie gesagt, ich habe echt da ein bisschen Probleme, passende Namen zu finden. Also ich habe total vergessen, dass ich die Turbotreter habe, ne? Hm? Ich habe total vergessen, dass ich die Turbotreter habe. Deswegen kann ich halt relativ schnell wieder zum Pokémon Center. Route 3 hast du gesagt, nehmen wir auch noch mit? Genau, Route 3, also Route 103, demnach, also oben. Warte, sprich nochmal gerade mit dem Typ, der da links neben dem Schild steht. Warte, ist das ein weiteres Stalos aufgetaucht? Der Typ, der da links steht, also dann. Der da links neben dem Schild in Rosalstadt steht. Ich habe die Fußspuren eines seltenen Pokémon abgezeichnet. Aber hinterher habe ich festgestellt, dass es meine eigenen Spuren waren. Der komische Dude von gerade, ne? Wow. Und deswegen hat er uns nicht vor. Wow. Genau. So, aber wir nehmen noch die Route 3 in Kamera. Bitte Trassler, bitte Trassler, bitte Trassler, bitte Trassler, bitte Trassler, bitte Trassler. Yes! Jesus! Route 2. Jawohl! Boots, Alter! Ja, oben. Oben ist Route 3. Weißt du was? Ich hol mir noch ein paar Pokebälle, weil Safety first. Nicht, dass ich hätte ich eventuell auch tun sollen. Egal, jetzt bin ich in den Dingens reingegangen. In den Kampf rein. Ja, los, Flugdings! Mit einem Pokéball, ich glaube, ich hab's verschissen, egal. Komm. Bleib drin. Tu mir den Gefallen. 1. Fick dich. So. Route 3 Pokémon ist gestrichen. Route 3 Pokémon ist gestrichen. Wieso? Ich hab keine Pokébälle mehr. Also, kein Route 3 Pokémon. Das ist sowohl für mich. Aber ich darf trotzdem, oder? Nein, ich darf nicht. Nö. Leider. Oh, du Idiot! Mein Fehler. Ich sag nicht von hinten. Ich will trotzdem gucken, was ich hier dafür darf ich mir jetzt selber Pokémon wiederholen. Okay, wenn du ein Granbull gewesen bist, ist in Ordnung. Erstmal ein paar Pokébälle. Ich kaufe mal 10 mitnehmen. Stück. Wäre auch wieder weiblich gewesen. Ach komm, weißt du was, da wir den Encounter nicht gemacht haben, machen wir den für Route 102 jetzt. Oben links. Und dann zwei Gegner, also ein paar Reiter, war ich genau bei denen. Ja, ja. Einmal, ruf, einmal oben. So. Also, wenn du halt nach links rausgehst, einfach nach oben. Ja, ich würde sagen, wir beenden jetzt erstmal die erste Folge, oder? Ja, ich versuche mir noch meinen Fluffluft zu fangen hier. Okay, also auf Route 102 auch noch mit. Naja. Okay. Obwohl, möchte ich dieses Fluffluff. Ah, oh, das Fluffluff ist AIDS. Aber ein egal. Kanivana. Ja, das so? Ist sogar richtig. Das ist sogar ziemlich nice. Aber das Fluffluff ist AIDS. Entwickelt sich über Freundschaft.
Aber egal. Ich hoffe, es stirbt nicht sofort. Bitte stirbt nicht sofort. Ach komm, es stimmt, ist ja nicht sehr effektiv. Es ist, weil ich nicht erst die Pokémon gespielt habe, tatsächlich. Ja, ich habe jetzt ein Fluffluff gefangen, männliches. Das ist gar nicht meiner, aber ist auch wieder weiblich. Bitchbagger Basti. Bitchbagger Basti. Das macht ganz schön scharf. Ich nehme mit Fluffluff einfach Schnarch. Hilf mir mal kurz. Ich habe jetzt noch 9, also mein Bruder, meine Linda hat jetzt noch 9 HP. Ja. Und es hat Silberblick gemacht. Soll ich lieber einen Trank nehmen oder soll ich einfach Pokéball werfen und hoffen, dass es drin bleibt? Pokéball werfen. Alles klar. Gerade gehoben. Und? Ja, easy game. Nice! Kanivana. Also hast du jetzt einen Kanivana. Ja. Ja, geil, Kanivana und Fluffluff. Ja, super. Also, jetzt habe ich Flugdings, Schreihals und Schnarch. Wie ist wieder dein Arm? Und der Haifisch, der hat Tränen. Nennst du einfach Heulsuse. Wenn's geht. Keine Ahnung. Der Haifisch, der hat Tränen, deswegen. Weil weiter weg ist der Tohaido. Aber Haifisch ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das war mein allererster Nickname. Den nehme ich jetzt. Gut, Haifisch? Ja. Ohne einen Arm. Dann haben wir ins Pokémon Center laufen und dann. So, ist auch neutral. Beenden wir die ganze Geschichte. Menno, ich hab mir das Raster einfach eigens versaut. Das ist unlucky. Das ist unlucky. Das war wirklich so. Dann, Leute, ne? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal auf jeden Fall. Schon. Wenn, genau. Genau. Wir trainieren offscreen dann wahrscheinlich nochmal eine Runde, bis die Pokémon circa auf dem gleichen Level sind. Und dann. Ja. Genau. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie oft jetzt Pokémon kommt. Ein bis zweimal die Woche mindestens, denke ich so. Deswegen können wir noch nicht sagen, an welchen Tagen und sowas. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen am Stück aufnehmen, also ja. Sprechen. Aber ihr werdet es ja merken. Genau. Also bei Twitter vorbeischauen. Genau. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.